Ja. Oh, hey, 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 da ist Nia, Nia! Hallo! Zane, wie geht's dir? Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Lego Ninjago Wu Crew hier auf dem Katze-Kinder-Kanal. Das, meine Lieben, ist Folge 11. Und wir haben jetzt alle Ninjas. Aber ein Ninja fehlt uns. Und wisst ihr auch wer? Richtig. Wenn ihr die letzten Folgen geschaut habt, dann wisst ihr ganz genau, welcher Ninja noch fehlt. Und alle, die jetzt hier zum ersten Mal einschalten, da möchte ich es direkt verraten. Und zwar ist es Nia. Nia, wo bist du? Hoffentlich finden wir sie hier im Wald. Und aktuell spiele ich hier mit dem gelben Ninja. Und das bin ich selbst. Der gelbe Ninja namens Katze. Und dann gibt es natürlich noch den weißen Ninja, Zane. Der rote Ninja, Kai. Der grüne Ninja, Lloyd. Der blaue Ninja namens Jay und natürlich der schwarze Ninja namens Cole, den wir zwar auch haben, aber das ganze Spiel ist auf 4 bzw. 5 Ninjas begrenzt, deswegen haben wir ihn gerade nicht dabei. Meine Lieben, hier kommt noch der Hinweis, wenn euch das Video gefällt, hinterlasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Katze-Kinder-Kanal. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir einfach, dass ihr große Fans von Ninjago seid und noch weitere Videos sehen möchtet. Und Achtung! Ich spiele gerade bewusst das erste Mal hier mit unserem lieben Kai. Ich sollte ihn öfters mal einsetzen. Komm, Kai! Worauf wartest du? Da ist der Dark Matter Kristall. Das war doch mal ein guter Lauf. Sehr, sehr schön. Ziel natürlich mal wieder nicht erreicht. Dass ich auch nie auf das Ziel achte, muss ich ehrlich zugeben. Da muss ich mal meine Augen öffnen. Der liebe Kai hat sich erholt. Katze, hast du das gesehen? Master Wu. Du erzählst immer das Gleiche, das haben wir doch schon gesehen. Ja, das wissen wir. Goldtruhe ist unsere Aufgabe. Okay, das sollte kein Problem sein, außer wir müssen eine Tür öffnen, für die wir kein Spinjitzu haben. Wenn das der Fall sein wird, haben wir ein kleines Problem. Aber wir kriegen das hin. Wir bleiben dran und erforschen und suchen weiter. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Vor allem hier. Im Wald der Ninjago-Brüder. Der Ninjago-Lego-Brüder. Man weiß ja nie. Achtet immer auf eure Schritte. Von links nach rechts und von rechts nach links. Meine Damen und Herren. Stimmt. Da sagen sie etwas. So, Achtung. Was haben wir hier? Oh, hey, 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 da ist Nia, Nia! Hallo! Zane, wie geht's dir? Mir geht's gut und wie geht's dir? Auch gut, danke! Danke, dass du mich befreit hast. War echt einsam hier im Wald. Hey, kein Problem, schön, dass wir dich gefunden haben. Wir haben gerade eben erst von dir gesprochen. Ach ja, ihr habt bestimmt gelästert, oder? Nein! Wir haben dich gesucht! Oh, wie süß. Ja, danke. Okay, komm Nia, wir beenden hier das Level. Zerschmetterte Kristalle, erledigt. Eingesammelte Objekte natürlich auch und das Ziel auch. Eine klasse Sache. Das heißt, wir haben das Level komplett und perfekt beendet. Und jetzt erhöhen wir das letzte Mal unsere Fähigkeit. Ihr seht an den grünen Pfeilen, also Häkchen, wir haben alles geschafft. Und jetzt wechseln wir den Charakter. Wir schmeißen eine Person raus. Ich würde sagen Zane eigentlich, weil Zane einfach schon am längsten dabei ist. Und dafür kommt Nia rein. Nia, willkommen im Team. Dankeschön! Sehr gerne. Und wie in jeder, wie in fast jeder Folge, am Anfang habe ich das nicht so gemacht, aber heute möchte ich mal wieder ein bisschen mein Aussehen ändern. Das Problem ist nur, wirklich was verändern kann ich nicht, da ich gar nicht so viele neue Gegenstände besitze. Naja. Ich muss einfach mal weitersuchen. Ich werde schon etwas finden. Nun. Da Nia in Sicherheit ist, fehlt mit Lloyd nur noch ein Ninja. Master Wu, ich will ja nichts sagen, ja, aber ist dir eigentlich bewusst, dass wir Lloyd schon gefunden haben? Ich glaube, die App hat mich registriert und kapiert, dass ich schon den lieben Lloyd gefunden habe. Deswegen geht es wahrscheinlich erstmal hier weiter. Naja, gut, ich meine, mir soll es recht sein. Von mir aus gern, dann soll das eben so sein. Also, Nia. Mit dir werden wir hier an dieser Seite auf jeden Fall gut weiterkommen. Wir müssen nur darauf achten. Oh, ja, ja. Das war gerade heikel. Habt ihr das gesehen? Diese Serpentinenschlangen sind ziemlich gefährlich. Man sollte sie nicht unterschätzen. So, Achtung, Achtung. Und zack, den überraschen wir. Ha! Hui!
Knapp 1400 hat es gemacht. Also an Schaden. Nicht schlecht. Das ist gerade sehr gut gelaufen. Und wir schauen weiter. Was haben wir noch? Hier. 1 von 3. So, mein lieber Lloyd, sei vorsichtig. Man weiß ja nie, vielleicht überrascht uns plötzlich einer. Wisst ihr, was ich interessant finden würde? Wenn im Spiel die Gegner sich auch so ein bisschen verstecken könnten. Und einen dann überraschen. Indem sie sich irgendwo eben verstecken. Das würde ich lustig finden. So, da willst du dich verstecken oder läufst so... So ganz ohne... Wie soll ich sagen? So ganz, ja... Planlos durch die Gegend, sage ich jetzt mal. Und zack, wirst du plötzlich überrascht. Also ich würde das irgendwie lustig finden. So, haben wir hier noch etwas? Hier ein Kristall, okay. Kein Problem. Das machen wir kurz. Hier haben wir auch noch was. Dann ab zum Kristall. Ah, Moment, da unten noch. Ha, geschafft. 3 von 3. Yay! Und boom. Der Dark Matter Kristall. Zerstört. Wow. Aber leider haben wir die Gegner nicht mit unserem Dark Matter Kristall besiegt. Oh! Das ist sicher eine Holo-Nachricht von Lloyd. Mal schauen, was er herausgefunden hat. Ich habe gehört, wie Phantom Krieger zur Bewachung der Serpentinfestung befördert hat. Die Serpentinfestung? Da ist doch schon seit Ewigkeit niemand mehr. Da müssen wir genauer untersuchen. Begib dich rasch zum Berg der Million Serpentinen. Oder sowas. Okay, wir haben also ein neues Kapitel freigeschaltet. Wow! Nachdem eine Holo-Nachricht von Lloyd gefunden wurde, sieht es so aus, als hätte Phantom seine Leute zum Bewachen losgeschickt. Okay, Master Wu, danke für den Tipp. Magst du etwa hier auf der Karte weiterspielen? Hast du nicht gesagt, du machst auf der anderen Karte weiter, sobald sie verfügbar ist? Oh, Master Wu, du hast recht, komm. Graslanddorf. Lass uns direkt da reinschlüpfen. Mal sehen, was da passiert. Ich weiß es zumindest noch nicht. Bin sehr gespannt. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt alle Ninjas auch offiziell vom Spiel. Das Spiel dachte ja erst einmal, dass wir den lieben Lloyd nicht haben. Aber jetzt sollte das offensichtlich sein, sonst hätten wir diese Holo-Nachricht jetzt gerade nicht bekommen. Und jetzt? Tja, weiter beobachten. Mal sehen, was als nächstes kommt. Weg, 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 weg. Ihr komischen Dinger. Ihr nervt nur. Wisst ihr das? Wir kämpfen hier für das Gute und ihr seid für das Schlechte da. Das kann ich nicht gutheißen. Aber man weiß ja nie. Wir müssen auf jeden Fall auf der Hut sein. Weil in jedem Moment kann plötzlich was passieren, was wir vielleicht nicht so gesehen oder erwartet hätten. Das heißt, Übermut tut selten gut. So, Achtung, was haben wir hier? Gar nichts. Kommt da durch. Gehen da runter. Und haben wir hier ein paar Kristalle, ne? Ich meine, Quatsch, ein paar Fallen, keine Kristalle. Oh nein, 2 haben wir leider nicht ganz hinbekommen. Dann mache ich das eben manuell. Sprich, nicht über mein Spinjitzu, sondern so. Und dann passt das auch. Cole, für dich noch ein Kristall. Und wow, jetzt kriegen wir ein Level ab. Damit wird Cole auch noch ein bisschen stärker. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Raus aus dem Level. Mal gucken, ob es jetzt eine Belohnung gibt. Und yes, yes, super. Das ist ja mal super gelaufen. Was Besseres hätte uns hier nicht passieren können. Okay. Aber das Spiel geht weiter. Nachdem eine Holo-Nachricht eingetroffen ist, sagt Master Wu, ja Mensch, die Holo-Nachricht ist reingekommen. Magst du vielleicht in das nächste Level oder magst du noch ein paar Gedanken machen, wie das jetzt weitergehen wird? Master Wu, das ist schon lange im nächsten Level. Reden Sie nicht so viel, sondern beobachten Sie einfach, wie gut wir hier durchkommen. In Ordnung? Ja, in Ordnung. Ich werde das bestimmt auch gut, toll und super finden. Okay, Master Wu, was auch immer Sie erzählt haben, ich sag einfach mal ja. Jetzt haben wir hier noch einen Kristall für Cole. Jetzt muss ich aufpassen, 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 denn ich will Sie so bezwingen, ohne Kristall. Nummer 1, Tarnangriff. Und Nummer 2. Und jetzt müssen wir noch einen dritten schnappen. Vielleicht den hier da oben.
Moment, Moment. Ich schnapp mir den da unten. Ich glaube, das ist ein bisschen sicherer. Und Nia, aufgepasst. Ja, Nia hat's geschafft. Okay, Achtung. Wechsel. Und Kristall. Bumm. Explodiert. Ziemlich stark, wenn ihr mich fragt. Du. So. Achtung. Hier haben wir auf jeden Fall wieder Fallen. Oh, nicht in die Fallen laufen. Mein Lieber. Das ist alles andere als gut. Wir müssen vorsichtig sein. Denn nur wer vorsichtig ist, wird auch hier durch das Level kommen. Sehr gut, sehr gut. Oh nein. Hey, Moment mal. Leg dich nicht mit Jay an. Boah, der ist echt hartnäckig. Lass los. Wow. Das war echt nicht schlecht. Also von den Gegnern, muss ich sagen. Da muss ich die Gegner loben. Die haben sich hier gerade echt gut angestellt. Also da muss ich denen wirklich Respekt zollen. Aber die Gegner sollen jetzt nicht glauben, dass sie auf jeden Fall eine Chance gegen mich haben. Denn ich bleibe stark. Und zuversichtlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Kristall zerstört. Wir kommen gut weiter. Okay. Und diese schöne Waldstimmung auch mit der Musik, muss ich sagen. Die muss man auch mal wertschätzen. Die hört man ja fast schon zu selten hier. Okay. Gut gelaufen. Ach ja, übrigens, begib dich zur Serpentinenfestung. Master Wu, wir sind auf dem Weg. Die Frage ist nur, wo diese Serpentinenfestung sein soll. Wissen Sie, wir haben das noch nicht herausgefunden. Du musst mich doch nicht siezen. Sag doch einfach du zu mir. Ja, okay. Ich meine, danke, Master Wu. Also, Wu. Wie heißt Master Wu eigentlich mit Vornamen? Hat er einen Vornamen? Master Wu! Master Wu, Achtung, Achtung. Eine Nachricht an Master Wu. Master Wu, hören Sie mich? Ja. Rufst du mich gerade übers Handy an? Nein, übers Festnetztelefon. Oh, okay. Bist du in einem Telefon? In einem, wie sagt man da? Telefon? Na? In einer Telefonzelle? Kennt ihr noch Telefonzellen? Wahrscheinlich nicht. Fragt mal eure Eltern, was Telefonzellen waren. Diese lustigen Dinger gibt's hier und da immer noch. Aber sieht man mittlerweile so, so selten. Okay, Achtung. Da ist noch ein Serpentinen-Typ. Die sollten wir natürlich auch noch knacken. Bevor wir dann weiter ins Ziel laufen. Okay, okay, okay. Sehr gut. Hier kommt nur unser lieber Freund Lloyd rein. Und die Falle habe ich jetzt gar nicht gesehen. Die war jetzt fies gelegt. Aber man muss auch mit fiesen Dingen im Leben rechnen. Vor allem in diesem Spiel. Und wir haben es gemeistert. Jetzt müssen wir nur noch zum Kristall. Da unten ist noch ein Kristall und natürlich eine Truhe. Das machen wir auch alles. Alles ganz sauber hier. Und dann ab damit ins Ziel. Sehr schön. Sehr, sehr gut gelaufen. Perfekt, wenn ihr mich fragt. So. Punkte gibt es auch noch oben drauf. Nehmen wir alle gerne mit. Und es geht weiter. Ach ja, übrigens, hast du die Festung schon gefunden? Nein, Master Wu, bitte, wie oft denn noch? Wir suchen noch, verstehen Sie? Verstehen Sie das, Master Wu? Ach, Mann. Okay. Wir sind vorsichtig. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, nein, 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 ey. Erstmal hier. Schön die Power einsetzen. Na, gegen mein Adrenalin, gegen mein Spinjitzu sollte aber bitte nicht ankommen. Wisst ihr, was auch cool wäre, wenn die Gegner ein Spinjitzu hätten? Das muss ja auch nicht Spinjitzu heißen, aber irgendwie auch eine Fähigkeit, dass man sich auch mal ja, verstecken muss. Dass man aufpassen muss. Wisst ihr, was ich meine? Das würde ich auch extrem cool finden. Ja, die Gegner sollten mal ein bisschen stärker sein. Also ab und zu vielleicht mal ein starker Gegner, den man ausweichen kann, aber nicht muss. Man kann ihn auch gerne bezwingen. Ja, doch. Ja, doch. Würde ich gut finden. Ganz großes Kino. Okay, bleiben wir vorsichtig. So, aber ich glaube, wir haben jetzt auch hier alle Serpentinen-Gegner besiegt. Alle Schlangen-Menschen. Von daher
würde ich sagen, weiter. Habe ich irgendwas übersehen? Nee. Da ist noch ein Kristall. Da hinten ist noch eine Holztruhe. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Dann können wir uns freuen, in die Hände klatschen und ja, weitergehen. So. Perfekt. Sehr gut gelaufen. Gibt es noch Punkte. Nehmen wir natürlich mit. Ist ja klar. Und wir haben auch, wie ihr sehen konntet, alles geschafft in dem Spiel. Also in dem Level. Und noch irgendwas bekommen. Ich glaube, eine Ausrüstung, oder? Waldweg. Egal. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Lasst uns direkt in den Wald gehen. Denn wir suchen immer noch die Serpentinenfestung, die sich hier irgendwo befinden soll. Aber ihr wisst ja auch, ein wahrer Ninja nimmt sich auch gerne mal etwas Zeit. Und übt sich an Geduld. Denn man kann natürlich direkt ins Ziel laufen, aber wer geduldig ist, der wird auf jeden Fall etwas mehr erreichen. Geduldig sein lohnt sich, auch in Lego Ninjago. Seien wir also mal besser etwas vorsichtiger. Vor allem wenn hier... Hey, boah, ihr habt mich umzingelt, total eingekesselt. Weg mit euch komischen Schlangenkrieger. Oh nein, noch mehr... Hey, was soll denn das, der arme Jay? Der zieht gerade echt nicht einfach. Aber ein wahrer Ninja schafft es einfach immer. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn es um einen wahren Ninja geht, dann haben sie einfach keine Chance. Von daher würde ich sagen, gute Wahl. So. Wie geht's weiter? Hier nach oben. Und da brauchen wir... Jay. Jay brauchen wir da. Sehr gut. Ich glaube, gefühlt ist das die erste Tür, die wir mit Jay öffnen. Kann es sein? Oder ist es nicht so? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber wenn das so ist, dann ist das hier eine Premiere. So, hey, ohne Spinjitzu müsste ich hier extrem lange kämpfen. Also die Gegner sind zwar nicht so schwer, aber sie sind schon sehr hartnäckig. Die lassen auch gar nicht locker. Wäre auch komisch, wenn sie das tun würden. Dann wäre das ja keine Herausforderung. Ich glaube, die Gegner laufen nur weg von einem, wenn sie sehen, dass man das Spinjitzu einsetzt. Dann trauen sie sich nicht und sind auf und davon. Tja, manchmal kann es eben ganz schnell gehen. So, letzte Truhe. Alle Holztruhen gefunden und Dark Matter Kristall, du wirst me. Ha, 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 ha. Sehr schön. Ein sehr, sehr guter Lauf, wenn ihr mich fragt. Okay, Level 25 bleibt aber. Oh, Master Wu, ja, immer dieses Gequassel von ihm. Wir sind ja schon auf dem Weg, wir machen ja schon weiter. Master Wu, glauben Sie mir, wir geben alles hier, um nach vorne zu kommen im Spiel. Wissen Sie, Master Wu? Ja, ich weiß. Ich will dich nur ein bisschen ärgern und erzähl immer wieder das Gleiche, verstehst du? Ja, Master Wu, wenn ich ehrlich bin, das verstehe ich tatsächlich. Sie sind ein kleiner Nervbolzen. Ach ja, so nennst du mich also. Verstehe. Das merke ich mir. Du kriegst eine schlechte Note dafür, weil du so gemein bist, so frech. Master Wu, so war das nicht gemeint. Ja, ich merke mir alles. Okay, Entschuldigung. Da war ich wohl wieder etwas zu vorlaut. Oh Mann. Naja, muss ja auch mal sein. So. Gucken weiterhin, ob wir hier gut durchkommen. Denn man weiß ja nie. Vielleicht sehen wir etwas, bekommen etwas in Erfahrung, das wir so noch nie gesehen oder erwartet hätten. Aber anscheinend gibt es hier in diesem Level zumindest nichts mehr. Denn ich habe wieder alles ziemlich schnell geschafft. Okay, Dark Matter Kristall kaputt. Geschafft. Wir freuen uns. So, wow. Und zwei Goldruhen habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Aber ein Kristall habe ich anscheinend jetzt verpasst. Habe ich wieder durch meinen Redefluss gar nicht gemerkt. Wir schauen mal, was wir so eigentlich für Sachen bekommen haben. Was habe ich denn Schönes freigeschaltet? Wow, schaut euch mal diese schwarze Maske an. Die ist ja mal super cool. Was habe ich hier? Reifen bekommen. Mehr aber nicht. Toll. Toll, ich habe Reifen. Das war's dann aber auch. Was gibt's hier? Gar nichts. Okay, cool.
Auf jeden Fall haben wir wieder was Schönes entdeckt im Spiel und dürfen in der nächsten Folge dann mehr erfahren, wenn es wieder mit Master Wu durch Ninjago geht. Es bleibt also spannend. Ich sag danke fürs Zusehen. Rechts unten kommt ihr zur nächsten Folge von Lego Ninjago. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten, nicht vergesst den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt, und dann auf Abonnieren. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.